Aufnahme. Läuft. Tee oder Kaffee? Es ist Tee, wie immer. Und zwar der gute Ceylon-Tee, den ich, der billige Ceylon-Tee, den ich mir irgendwann mal gekauft habe, von dem ich eine riesengroße 1-Kilo-Packung gekauft habe für 4 Euro. ja, genau der. Ich habe mir tatsächlich auch mal einen Tee gemacht, und zwar einen Minztee mit frischer Minze. Ich habe mir so eine kleine. Frischer Minze, okay. Ja, keine marokkanische. Ja gut, weiß jetzt nicht, wo die Pflanze herkam, die ich im Rewe gekauft habe, aber ich hoffe mal nicht aus Marokko. Also marokkanische Minze ist eigentlich so ein traditioneller Tee, Minztee, halt der in Marokko gerne getrunken wird. Ja. Ja, es geht mir mehr darum, um die Pflanze an sich. Also nachdem mein Basilikum ja erfolgreich die letzten Monate bei mir überlebt hat, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt ein Level abgehe und mir eine zweite Pflanze dazu hole. Und das war jetzt eine Minzpflanze. Aha, okay. Und ich habe die. Ich habe hier ein Nordfenster. Ich habe nicht genug Licht für sowas. Nordfenster? Nee, ich hab schon viel Morgenlicht. Also ich merke, so um 9 wird es immer warm in meinem Bett, weil die Sonne drauf scheint. Handy aus? Ja. Welchen Tag haben wir heute? Today is the 4th of July. Und was feiern wir? Today we celebrate our Independence Day. Twelve, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 53. Aus dem Mutterschiff des Raumfahrt-Podcasting begrüße ich den unerschrockenen Kampfpiloten Frank Wunderlich Pfeiffer. Hallo. Hallo, Christopher. Und ich bin euer Podcasting-Präsident. Und wir feiern heute. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir gerade vor, diese Szene mit der Hintergrundmusik, wie dann hinter der Kamera, also vorne steht der Präsident irgendwie auf ein paar Kisten und mit ein paar Flugzeugen und hinter der Kamera muss ja dann, wie man gehört hat, irgendwo ein riesengroßes Orchester stehen. Ich stelle mir gerade wie das aussieht, wenn dann das Orchester da auf der einen Seite spielt und die vorne da alle mit ihren. Ja, egal. Ja, der Präsident reist ja immer mit Orchester für solche Fälle. Ja, ich hatte jetzt vor kurzem auch eine, die 1812 Ouvertüre gespielt von einem japanischen Militärorchester in der korrekten Besetzung. Das heißt? Mit Kanone. Ah. Mit Kanonen, besser gesagt. Ah, okay, ja. In den letzten 3 Minuten kommt da die Kanone als Musikinstrument zum Einsatz. Mehrfach. Ja, ist doch ein guter Paukenersatz. Ja, sind ja auch Versatzstücke der französischen Nationalhymne dabei. Mhm. Weil die 1812 Ouvertüre kommt ja von Tschaikowski. Klingt russisch, ist auch russisch, ist in Gedenken an den Sieg über Napoleon, als der nach Moskau unterwegs war, mit seiner Grande Armee. Ja, und dann auf dem Rückweg Leipziger Völkerschlacht. Also auf dem Rückweg, alle putt. Jo, alle putt. Die waren ja schon putt, bevor sie überhaupt nach Leipzig gekommen sind. Also da war ja echt schon nicht mehr viel übrig. Es waren 34.000, die noch angekommen sind. Es waren 800.000, die los sind. Also das war echt nicht mehr viel über. Ja, dafür wurde ja auch das Essen in Dosen erfunden, die Konserve. Ja, aber das waren noch nicht die Dosen. Ich glaube, die waren Champagnerflaschen. In Flaschen war. Habe ich beim Day of the Podcast gelernt. Aha, okay. Da war das nicht reingehört. War das eine Spielfrage? Ein Pariser Zuckerbäcker hat angefangen, Früchte in Champagnerflaschen zu füllen und dann zu versiegeln. Also gekochte Früchte. Ja, aber irgendwie muss da noch ein, ich glaube, da gab es dann noch irgendwie vom Staat her eine Ausschreibung, ihr kriegt Geld, wenn ihr das und das macht. Ja, das war so, Napoleon meinte, ja, wir brauchen hier haltbares Essen und dann hat er halt irgendwie gewonnen sozusagen. Der hat dann auch später die erste Konservenfabrik aufgemacht. Jo,
Ja, aber das hat alles nichts mit Raumfahrt zu tun. Und auch ja, weil dadurch ist Argentinien so reich geworden, weil ansonsten hätten die ihr ganzes Rindfleisch gar nicht exportieren können. Ja. Und die sind daraufhin echt reich geworden. Also die sind dann, also Argentinien war wirklich so wirtschaftlich auf dem Niveau von Europa, wenn nicht drüber. Immer noch. Eine Zeit lang, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, aber war das nicht Argentinien mit dem Kommunismus per Computer? Nee. Das war Chile. Wie hieß das nochmal? 1960er Jahre, Syn irgendwas, ich komme nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf. Wir werden es von uns nachreichen. Genau. Auf jeden Fall, das hat immer noch nichts mit Raumfahrt zu tun. Wir kommen langsam näher. Aber jetzt erstmal wollen wir unseren Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon danken. Und das macht diesmal der Frank, hat sich dazu bereit erklärt. Genau. Die Liste wird länger und länger. Und wir bedanken uns bei dem Markus, bei Sebastian, Manuel, Hori, Thomas, Ronald, Jochen, Ingo, Johannes, Eike, Sebastian, Sebi, Nitschpur, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raviro, Gernot, Telegnom, Niklas, Daniel, Christine und Mae McMurdoch. Ja. Ja, Mensch, ihr werdet immer mehr. Ja, vielen Dank. Ja, das ist richtig gut. Wir haben jetzt, habe ich das schon letzten Folge erzählt? Naja, egal. Wir haben jetzt auch ein eigenes Konto, was quasi nur für Podcasting-Ein- und Einnahmen und Ausgaben benutzt wird, damit das auch so ein bisschen für mich klarer ist in meiner eigenen Buchhaltung. Kannst du mal sagen, wo du das aufgemacht hast? Bei der Fidor-Bank. Okay, ja, das war ja immer die empfohlen wurde. Genau, die sind. Weil ich brauche so ein Geschäftskonto im Prinzip auch. Das ist jetzt ein Privatkonto, also da. Ja, genau. Es ist halt privat, aber halt fürs Geschäftliche sozusagen. Ne? Genau, die sind da ganz patent. Man kann auch ein Geschäft, also ich habe leider noch keine, ich bin ja nicht offiziell Freischaffender, weil ich ja auch noch Student bin. Geht hauptsächlich darum, dass ich noch in der Familienversicherung meiner Eltern bin. Und ich glaube, du kannst ja einfach so eine Steuernummer holen und dann kannst du da auch ein Geschäftskonto aufmachen. Ich hab sowas, ja. Ja, genau. Und, ich hab sowas seit einem Monat. Egal. Ja, nee, der Witz ist ja bei so einem Geschäftskonto, da kannst du ja dann auch quasi die Geschäftsnummer veröffentlichen, die IBAN davon. Und dann können die auch Leute direkt Geld überweisen. Das ist halt der Clou daran. Ja. Um mal das ein bisschen offen zu legen, also habt ihr gesehen, es waren so letzten Monat $48, die so rübergegangen sind. Und das hat sich dann in 40 Euro niedergeschlagen. Ich glaube, das war einfach größtenteils Währungsumrechnung. Also $47 sind gerade irgendwie 40 Euro. Ja, der Dollarkurs ist im Sinken. Ja. Wir sind, glaube ich, wieder bei 1,14 oder so. Ja, genau. Ja, das haben wir dem amerikanischen Präsidenten zu verdanken, sicherlich, und seiner Politik oder nicht vorhandenen. Ja. Den Vorteil, irgendwie amerikanische Produkte könnten billiger werden. Naja, muss man immer noch mit Atlantik scheppern. Jo. Die $40, die sind schon mal ganz toll. Also davon können wir uns großzügig, also wir können auf jeden Fall auch Phonik bezahlen. Und diesen Monat wird tatsächlich auch die countdown.de-Domain erneuert. Also das Geld geht auch diesen Monat weg, weil wir jetzt, glaube ich, am 13. Juli 2 Jahre feiern. Hui! Ja, hui. Wahnsinn. Ja, es geht schnell. Wie die Zeit vergeht. Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich alle meine Podcasts, die so ein bisschen langlebiger sind, also vor allem Kulturpessimisten, im Juli gemacht habe. Also Kulturpessimisten haben am 30. Juli 2014 angefangen. Und genau. Da kann man eine gewisse Korrelation feststellen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sagen wollte. Ach, wo wir gerade drüber reden. Ich habe jetzt auch einen neuen Podcast angefangen, den ich hier nochmal kurz bewerben wollte. Für Leute, die die Serie Twin Peaks kennen und mögen. Ich mache mit 3 anderen Podcaster und Podcasterinnen einen neuen Podcast darüber. Das ist nicht so dieses klassische, wir reden Folge für Folge quasi im Einzelnen darüber, sondern wollen mehr so metathematisch über Twin Peaks reden. Also dann gibt es vielleicht mal eine Folge über die Kunst von Twin Peaks und dann mal eine über die, keine Ahnung,
die Religiosität von Twin Peaks oder generell über David Lynch, was er so gemacht hat außerhalb von Twin Peaks. Und wir haben jetzt da die erste Folge veröffentlicht, die noch so ein bisschen sich nur auf den Piloten beschränkt, so als Einstieg sozusagen. Aber ja, das ist für Leute, die das interessieren, die Serie mögen, könnten wir mal da reinschauen. Frank schaut das ja nicht. Jo, ja, ich habe ja gesagt, ich habe zu wenig Zeit quellen, aber zu viele Zeit senken. Ja, das stimmt. Das ist. Gut, das war's mit dem Unterstützerdank. Kommen wir zum Feedback. Da muss ich jetzt noch mal kurz. Der Feedback. Na, ein Feedback haben wir hoffentlich nicht. Ich glaube, das Feed funktioniert, oder? Ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade anspielst. Feed und Bug. Ein Fehler im Feed. Ein Feedback. Feed. Nein, wir haben kein Feedback, wir haben Feedback. Und zwar fangen wir oben an, vom Sebastian, der fragt, ob wir noch einen Chemiker suchen. Suchen wir immer. Anscheinend ist er Chemiker, aber ist jetzt auch nicht weiter drauf eingegangen. Also wir wissen jetzt, dass wir einen Chemiker unter den Hörer und Hörerinnen haben, falls wir da Fragen haben. Er fragt, was man eigentlich dazu braucht, um so ein Radioteleskop zu bauen. Er dachte erstmal an eine Schüssel und ein Software-Defined Radio. Und dann, wie geht's weiter? Damit bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur, aber ich habe nicht allzu viel Ahnung davon. Ungefähr bis dahin wäre ich noch gekommen. Du brauchst wahrscheinlich irgendwie eine Motorsteuerung, um das Ding halt entsprechend an dem Himmel ausrichten zu können. Ich finde überhaupt, man braucht eine sehr große Schüssel. Also ja, ich habe schon von Leuten gehört, die so mit 2 Meter Schüsseln und so in der Größenordnung gearbeitet haben. Also das geht schon. Ja, also so wie das Big Ear Teleskop aussieht oder aussah, also das, womit das WOW-Signal aufgezeichnet wurde, könnte man einfach eine Halfpipe nehmen und da irgendwie so ein Metallgerüst draufspannen. Also ich glaube, man könnte zumindest sowas wie die Sonne oder so, was ja, glaube ich, ein relativ starker Radiostrahler ist, kann man, glaube ich, mit irgendeiner beliebigen, etwas größeren Satellitenschüssel einfach mal anschauen. Aber ja, wie gesagt, Details brauchst du bei mir nicht fragen. Das ist jetzt so der Punkt, wo wir uns auf die Sendung hätte hilfreich vorbereiten müssen, gell? Genau. Ich habe die Frage irgendwie nicht mitbekommen. Jetzt gerade eben erst. Ja, von daher ja, ist das jetzt eine sehr spontane Antwort. Also ihr werdet es schon merken, wir hatten diesmal ein bisschen mehr zu tun außerhalb der Sendung. Deswegen waren wir jetzt nicht so ganz super, wie wir sonst immer super auf die Sendung vorbereitet. Aber ich denke mal, ist schon der richtige Ansatz. Mach doch einfach mal und schau, was passiert. Genau. Auf jeden Fall gibt es Amateure da draußen, die sowas schon gemacht haben, das weiß ich. Google ist dein Freund. Genau. Auf jeden Fall kann man auch noch dann, wenn man schon mal sowas wie dieses Setup hat, kann man noch mal andere geile Sachen machen. Zum Beispiel kann man die ganzen amerikanischen Wettersatelliten damit anzapfen, weil die auf einer unverschlüsselten Frequenz senden und man sich einfach mal diese Wetterbilder runterladen kann. Ja, das haben schon einige gemacht. Ja. Also wenn man da Lust drauf hat, das ist nicht so teuer, so ein Software, so ein Dongle ist, glaube ich, 20 Euro und dann halt so eine Schüssel und dann, ich glaube, 50, 60 Euro ist man dabei, oder? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht, ja. Also es kostet nicht die Welt, das war bei mir hängen geblieben. Ja. Genau. Es kostet nicht die Welt, es gibt schon vorhandene Software dafür, es gibt auch irgendwie Hardware-Lösungen, ich weiß nicht, wie streamlined die sind, wie viel man da noch Hand anlegen muss. Aber ja, frag nicht mich, frag Leute, die sich damit auskennen. Ich google mal Radio Telescope at Home. Geht's von Mike Brown, das ist auch so ein. Ja, der hat hier, Summer Project, Build a Radio Telescope at Home. Der hat einfach seine Fernsehsatellitenschüssel irgendwie abgebaut, da so ein bisschen rumgelötet. Genau, dann gibt es auch so einen sogenannten Satellite Finder. Die sind aber, genau, damit kannst du dann schauen, in welche Richtung so ein Satellit so grob ist. Genau, der hat hier so eine Anleitung gebaut. Ist schon ganz cool. Also da, bei dem kann man sich mal irgendwie inspirieren lassen. Ich verlinke das mal. Und von dort aus könnt ihr dann weiterdenken.
Also jo. vielleicht teilt ihr das dann auch in den Kommentaren, wenn ihr da was gebaut habt. Das wird uns dann auch interessieren. Ja, definitiv. Ja, dann meintest du, auf Twitter hat sich jemand beklagt über einen meiner Artikel. Ja, warte, wer war denn das? Also jetzt um nicht hier an die Wand zu stellen, aber mal so zu nennen, das ist. Nein, das war ja berechtigt, es ist ja auch Thomas. Thomas et Momas. Genau, der fragt, warum du meinst, dass wir später drüber reden, warum der Fehlstart der Langmarsch 5 eine Gefahr für die chinesische Raumfahrt ist. Ja, das war einfach nur blöd formuliert. Es stellt den Zeitplan in Frage. Ja, den so habe ich mir das dann auch gedacht, chinesischen Raumfahrtprogramms. Ja. Ja, also und inzwischen ist das auch korrigiert. Ganz einfach. War einfach nur blöd formuliert, weil es war irgendwie Nacht um eins. Ich war echt ziemlich müde und ich bin ohnehin schon der weltschlechteste Teaser-Schreiber dieser Welt. Ich weiß nicht. Wenn ich einen Artikel geschrieben habe, dann ist irgendwie mein Kopf leer und ich kriege das nicht hin, nochmal einen Teaser zu schreiben. Das ist irgendwie alles schlimm. Also irgendwie geht das immer so ein kleines bisschen mal mehr und manchmal weniger vor die Wand. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja, schade. Aber ist ja gut, dass die Leute nachfragen. Ja, ist halt so. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Es ist wirklich so. Also Teaser kann man halt nicht am Anfang schreiben, weil irgendwie man braucht letzten Endes den Text, den man letzten Endes produziert hat, um den Teaser zu schreiben. Aber ich bin, wenn ich den Text fertig geschrieben habe, irgendwie nicht in der Verfassung, einen kurzen, suffisanten Teaser-Text da draus zu machen. Irgendwie ist da mein Hirn nicht so in der Lage. Brauche ich irgendwie immer einen gewissen Abstand, dann geht das noch etwas besser. Also wenn ich irgendwie ein paar Stunden Zeit habe, dann geht das. Hatte ich in dem Fall nicht. Okay. Ja, was ich jetzt noch gesehen habe, genau, das ist nicht so Feedback, aber ich habe gesehen, dass die Back in Space Leute unsere Podcast-Interview mit denen auch nochmal verlinkt haben bei sich. Dafür herzlichen Dank, sehr schön, ja. Sonst haben wir noch ein paar Kommentare, nämlich vom Sebastian im Blog. Genau, der meinte eigentlich nur, dass wir seine Frage vom letzten Mal mit den ganzen, wie das mit, also warum das atomare Gas nicht unendlich schnell sein kann, also wie war nochmal die Frage, irgendwas vergessen, also dass halt atomares Gas nur eine gewisse Masse mit sich geben kann und irgendwann dann halt der Breaking Point erreicht ist. Ja, mit dem Raketentriebwerk letzten Endes, ja. Ja. Dann meinte der Robert, ist ja ein treuer Hörer, was wir vergessen haben zu erwähnen, als wir über die NASA Astronaut Group 22 gesprochen haben, da ist ja auch ein Typ von SpaceX dabei, nämlich Rob Coolin. Der war früher Senior Manager for Flight Reliability bei SpaceX. Und das hat ja doch viele Leute überrascht, dass der jetzt Astronaut geworden ist. Okay. Genau. Ja. Du bist hier der Astronautentyp. Ja, genau. Der Witz ist nicht daran, dass niemand von Boeing oder Lockheed Martin, ich glaube Lockheed Martin sowieso nicht, aber dass niemand von Boeing, kein Ingenieur von Boeing dabei ist. Tja, dann da sieht man ein bisschen den Fokus. Genau. Wer hat den größeren Enthusiasmus? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also. Ja. Genau. Und dann meint Robert noch zu diesem Paper, was wir letzte Folge mal kurz angerissen haben, wo jemand diesen Elon Musk Mars-Vertrag zusammengefasst hat. Du erinnerst dich? Mhm. Er hat das gelesen und er meinte, dass das keine neuen Infos beinhaltet. Genau, ja. Genau. Das ist genau der Schluss, zu dem ich auch gekommen bin, nachdem ich es mir dann mal durchgelesen hatte. Genau, und das ist einfach nur, also gerade die Finanzierung, da steht immer noch soon. Und das sagt schon alles. Obwohl wir ja heute noch über das Interview von Gwen Shotwell reden. Und die ist ja so ein bisschen die immer hinter Elon Musk herräumen muss. Aber das besprechen wir später noch. Ja.
So, machen wir spontan weiter. Genau. Beim Feedback ist jetzt auch vorbei. Wäre jetzt sowieso vorbei genau. gewesen. Wir waren zwischendurch bei der chinesischen Raumfahrt. Machen wir doch gleich damit weiter. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe einen Golem-Artikel gestern geschrieben dazu, weil die Lange Marsch 5-Rakete, die wir hoffentlich angekündigt, deren Start wir hoffentlich angekündigt haben, leider nicht so geflogen ist, wie sie hätte sollen. Wohin ist sie denn geflogen? In den Pazifik. Das ist schlecht. Hinter den Philippinen. Zum Glück nicht auf die Philippinen. Nee, nicht auf, aber von den Philippinen wurde sie ausgefilmt. Da gibt es dann so lustige YouTube-Videos mit, echtes UFO gefilmt und so. Ah, okay. Ja, was ist passiert? Das Ding ist gestartet, es ist abgehoben, das sah auch noch gut aus. Dann wurden die Booster abgetrennt und nach der Abtrennung der Booster hätte man es sehen können, aber ich war irgendwie schon zu Banane zu dem Zeitpunkt im Kopf, weil der Sprecher von dem Live-Feed, den man gesehen hat, also es wurde live übertragen, und zwar sowohl von CCTV als auch von diversen anderen Leuten. Einer davon hat englisches Kommentar gemacht, aber das war halt so ein Chinese mit einem relativ starken Akzent und so halb guten Englisch. Und irgendwie war das, ich weiß nicht, irgendwie war ich etwas Banane im Kopf danach. Es tut mir immer sehr leid für die Leute, weil die geben sich echt Mühe und für die ist das auch nicht leicht. Also ja, aber ist halt trotzdem anstrengend. Dann hätte man sehen können, dass da eine Stichflamme aus der Seite so noch dazu schräg aus der Seite der Rakete herauskam. Und die kam wohl von einem der beiden Triebwerke der zentralen Stufe von der Langmarsch 5-Rakete. Und das verheißt selten etwas Gutes. Dieses Triebwerk ist irgendwie ausgefallen. Was genau der Grund war, steht noch nicht fest. Kann irgendwas mit der Kühlung zu tun haben. Also diese Triebwerke von der Langmarsch 5-Rakete sind Wasserstofftriebwerke, letztens vom Aufbau her so ähnlich wie das Vulkan-Triebwerk von der Ariane 5-Rakete. Und ja, entsprechend kann da ganz Ähnliches schiefgehen. Eins der Vulkan-Triebwerke ist ja mal kaputt gegangen, 2002 beim allerersten Flug der Ariane 5 ICR-Variante. Der erste Flug vom Vulkan-2-Triebwerk, als man festgestellt hat, dass der aerodynamische Druck dazu führt, dass die Düse, die etwas zu schwach dimensioniert war, verformt wurde und die Kühlkanäle dadurch zu eng wurden durch die Verformung. Und dabei ist dann die Kühlung ausgefallen und die Düse ist halt geschmolzen, was dann letztendlich zu einem schrägen Schub geführt hat. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das ungefähr das gewesen sein kann, was hier passiert ist, aber es kann auch was ganz anderes gewesen sein, irgendwie, dass eine Turbopumpe undicht geworden ist oder Gasgenerator kaputt gegangen ist oder irgendwas. Jedenfalls mit nur einem Triebwerk schafft es die Rakete leider nicht rechtzeitig auf Geschwindigkeit zu kommen, weil man hat ja immer das Problem der Gravitationsverluste. Die Gravitation zieht ja immer noch die ganze Zeit, solange wie die Rakete nicht in einem Orbit ist, die Rakete nach unten und das Triebwerk muss dagegen anarbeiten. Und wenn man nur noch den halben Schub hat, weil eins der beiden Triebwerke fehlt, dann kommt man am Ende nicht mehr auf die Geschwindigkeit, die man hätte haben wollen und hätte haben sollen. Ja, und dann hatte sich das irgendwann erledigt. Sehr schade. Ja, die Lange Marsch 5, das ist ja die ganz große der Chinesen, oder? Das ist die ganz große, ja. Im Gegensatz zur 6, was die ganz kleine ist, und die 7, die jetzt ja, die Nummerierung die ist so ein bisschen groß ist. Ja, ursprünglich war die Lange Marsch 5 geplant als modulare Rakete, so heißen, die sollte einfach alles abdecken, also von ganz klein bis ganz groß.
Und dann hat man irgendwann entschieden, nee, das ist Mist, wir machen die kleine und die mittelgroße Variante als eigene Rakete. Aber dann war die 5 schon vergeben und die 5 war angekündigt als die große Rakete, von daher konnte man die nicht nochmal vergeben. Und hat sich dann geeinigt, weil 1 bis 4 war schon vergeben, dass man dann einfach weiter nummeriert. Und dann hat die 6 halt die kleinste Variante bekommen und die 7 die mittelgroße. Okay. Was war das für eine Nutzlast? Das war Shenzhen 18, also als Probe. Ich habe mal nachgeguckt, wie das konkret, also Shenzhen ist sowas wie ausprobieren, lernen, experimentieren. Wenn man im Wörterbuch nachguckt, steht da unter technisch Probekörper. Also Probekörper 18. Mhm. Es war der größte, schwerste, leistungsfähigste auf jeden Fall Satellit, den China jemals gebaut hat. Und jetzt erfreut er die Fische im Pazifik. Ja, dann haben sie endlich auch mal Satelliten-TV. Genau. Ja, ich glaube, mehr kann man auch gar nicht dazu sagen, oder? Ja, so unendlich viel mehr halt nicht. Aber es, wie gesagt, es gefährdet jetzt halt den Zeitplan, weil die Lange Marsch 5-Rakete ist ja so das zentrale Stück, das Prunkstück sozusagen der chinesischen Raumfahrt geworden. Damit sollte Ende des Jahres eine Mondmission, nämlich Chang'e 5, also Chang'e Wuhao, zum Mond fliegen und dort eine Probe nehmen, so 2 Kilo Gesteinsprobe, und die zur Erde zurückbringen. Daraus könnte jetzt, je nachdem, was der Fehler war, eventuell nichts mehr werden. In diesem Jahr aber schon generell. So generell werden die das auf jeden Fall durchziehen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, aber ich glaube, den Starttermin werden sie wahrscheinlich nicht mehr halten können. Hängt halt sehr davon ab, was der Fehler war. Ja. Ja, die Chinesen sind da nicht so gesprächsfreudig, was das angeht, oder? Ich habe dann anschließend gehört, so der Suchbegriff, was war die Ursache für den Absturz, bla, wurde irgendwie gesperrt, zumindest auf einer der sozialen Plattformen. Okay. Ach, was echt schade ist. Also, Mensch, Leute, kriegt euch doch nicht mal ein. Ja, haben die nicht auch erst gerade die Tage die ganzen VPN-Dienste abgeschaltet? Das machen die öfters mal. Ja, also sind gerade wieder im Lockdown-Modus. Es ist halt echt schade. Wie gesagt, also ich hatte mich ja gefreut, dass die insgesamt offener geworden sind, was die Raumfahrt angeht. Ich meine, es war ein Livestream, es war ein englischer Stream noch dazu, also sowohl Englisch als auch Chinesisch. Es war live im TV und so. Und ja, also ich hoffe, die kriegen sich irgendwann mal endlich ein. Also man hat ja auch bei der ESA gesehen, es ist kein ewiger Gesichtsverlust, ist natürlich erstmal blöd, aber naja, damit ja, muss aber man leben. Du willst doch jetzt wohl nicht die ESA mit der Volksrepublik China vergleichen. Ach naja, also etwas peinlich. Okay. Etwas peinlich, ich sag mal, etwas peinlich waren die Abstürze der Ariane 5 Rakete. Ja, aber ich hoffe, Andreas hört nicht zu. Nee, ich meine das umgekehrt. Ich hoffe, dass die Chinesen irgendwann mal so ein bisschen auf das Niveau der Entspannung kommen, das die ESA erreicht hat. Okay. Ich meine, so richtig entspannt waren die damit auch nicht. Also, glücklich schon gar nicht. Aber glücklich ist in dem Moment niemand. Nee, glücklich ist da mit Sicherheit echt niemand. Elon Musk hat ja auch was getwittert, dass er ja, es hat mich überrascht, dass er da was zu gesagt hat. Ja, ich meine, der hat genug Raketen verloren. Ja, der weiß ja. Der weiß, wie sich das anfühlt, ne? Ja. Nee, aber, ja gut. Also ULA-Raketen sind da letzter Zeit irgendwie nicht abgestürzt, von dem her. Ja, also, aber hier von Dingens, Orbital ATK, da hat er ja auch das Gleiche getan. Ja, okay, ich glaube. Damals. Mir ist die Frage, ob er das macht oder sein Social-Media-Manager. Weiß man nicht, aber ich glaube, das ist dann schon irgendwo aufrichtig. Ja, irgendwie ist er ja in letzter Zeit sehr, sehr, sehr geschwätzig in seinem Twitter-Account geworden.
Jetzt postet er auch irgendwie so Fotos von irgendwie Familienausflügen und manchmal, ja, das hat er schon öfters mal. Manchmal glaube ich, dass er auch nicht mehr so ganz nüchtern ist, sondern man, also irgendwann hat er mal getwittert, wo ich gedacht habe, ah, hier, besoffen bei Twitter oder so. Ja, irgendwie mindestens einmal, ja. Yeah. Ja, irgendwie, ich habe das so halb in Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, was konkret war. Ja, nee, also er hat ja nichts Schlimmes gemacht, aber es ist halt so ein bisschen lustig, dass er halt auch irgendwie... Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass dabei irgendwelche Firmen gegründet werden, aber naja. Ja, ja, er ist ja gerade beim Tunnelgraben, er hat sich ja tief eingegraben. Das ist ja quasi Gegenteil von Raumfahrt. Ja, genau. When you're in a hole, stop digging. Nee, ich glaube, das ist das Gegenteil in dem Fall. Ja, genau. Okay, also chinesische Raumfahrt, gerade nicht so geil. Nee, also wie gesagt, ich hoffe, die Chinesen lernen insgesamt eine etwas größere Souveränität, was das angeht. Ich meine, es ist schwer, die haben halt eine Geschichte, die nicht sehr einem offenen Umgang nicht sehr angetan ist. In beide Richtungen, also sowohl was halt die eigene Regierung angeht, als auch halt was den Umgang der anderen Regierungen mit China angeht. Ja, es ist schwierig. Ich hoffe aber, dass die insgesamt etwas offener werden. Also was man so hört, ist der Umgang, es ist je nach Niveau, also die individuelle Freiheit, die sich die Chinesen sozusagen selbst rausnehmen können, ist teilweise echt größer, als man vermuten würde. Solange wie es nicht Einfluss hat auf irgendwie das größere Staatsgeschehen und so. Ja, also so ein bisschen vielleicht so Rückzug ins Private, passiert sowas? Ja, also so wie in der DDR? Es gibt auch einfach so ein, naja, nee, nicht wirklich. Es gibt einfach so ein, ich meine, die Regierung guckt halt an vielen Stellen auch einfach weg. Weißt du? Und da gibt's so das gegenseitige Verständnis, wir sagen nichts, ihr sagt nichts und fertig ist. Und solange wie du nichts machst, das dann irgendwie ganz großes wie heißt das auf Deutsch? Aufsehen erregt, dann ist da auch nicht, da passiert da auch nicht viel. Ja. Es ist halt nur ein Problem, wenn du das irgendwie in Social Media machst und das dann irgendwie ein paar 10.000 oder 100.000 oder ein paar Millionen zu sehen bekommen, dann ist problematisch. Aber solange wir das 5 Leute sind, hey. Okay, ja, die haben halt gerne Kontrolle drüber, ne? Ja. Wollen wir weitergehen? Ich weiß nicht, willst du noch das Grundlagenthema machen? Das haben wir gar nicht besprochen vorher, ob du das jetzt machen willst oder nicht. Das machen wir nachher noch. Okay. Aber jetzt habe ich das als nächstes auf meiner Liste. AMS-9, ist das richtig? Zerfällt und fällt aus dem Orbit? Fällt aus dem Orbit zwar nicht, aber zerfallen tut er. Ja, also was ist kannst du kurz erklären, was AMS-9 ist? AMS-9 ist ein Nachrichtensatellit von, boah, frag mich nicht, Intelsat? Ja, ich glaube Intelsat. Ich glaube Luxemburg ist es. Ist ja Intelsat, oder? Ist jedenfalls ein uraltes Ding, 15 Jahre alt, wurde irgendwann mal mit einer Protonrakete hochgebracht. Und dann hat man den Kontakt verloren vor kurzer Zeit. Man rechnet mit finanziellen Verlusten von, ich glaube, 20 Millionen Dollar pro Jahr oder so. Also das Ding ist jetzt uralt, von daher ist das nicht mehr der ganz große Umsatzbringer. So heißen, das war jetzt nicht so die ganz große Nachricht, die jetzt ein Firmenimperium zu Fall bringen wird. Aber dann hat man es halt beobachtet, den Satelliten, und gesehen, dass da diverse Trümmerstücke davon wegfliegen. Was genau passiert ist, weiß man noch nicht. Man hat Nachrichten gehört, dass wohl wieder Kontakt mit dem Satelliten hergestellt wurde. Also höchstwahrscheinlich taumelt der irgendwie rum, und so kurzzeitig kriegt man halt Kontakt noch. Vielleicht kann man da irgendwie was feststellen, keine Ahnung. Deutet jedenfalls auf irgendein energetisches Ereignis hin, ne? Achso, vermuten die, dass das irgendwie getroffen wurde von irgendwas? Das kann sein, dass eine Batterie geplatzt ist oder irgendwo ein Treibstofftank oder Heliumtank oder irgend sowas. Hat irgendwas, das Energie hat und Peng gemacht hat. Mhm. Kann auch ein Trümmerstück gewesen sein, klar.
Ist da aber das hat schon so ein großes Teil, oder? Wurde mit einer Proton-Rakete hochgebracht. Müsste ein großes Ding gewesen sein. Der Satellit auf jeden Fall. Naja, ist halt so geostationäre Satellit, ne? So schwer wie jetzt der Intelsat 35E? Oh, weiß ich nicht. Jetzt, okay, ich guck jetzt nach. Also Intelsat 35E ist 6,6 Tonnen schwer. Okay, also AMS-9 reicht als Suche nicht. Da findet man einen Minensucher der US-Flotte. AM-10, nicht AMS. Ja, genau. Im 4-Tonnen-Satellit, also ein Mittelgroßer. Ah, nee, nicht von Intelsat, sondern von SES. Okay, ja. Ja, 4,1 Tonnen. Ja, gut. Aber mit Luxemburg war es damit richtig. Ja, Luxemburg war richtig, das wusste ich noch, aber genau, SES. Okay. Ja. Ja, und dann muss man jetzt halt mal gucken, was daraus passiert, ob man irgendwas noch findet. Ja. Ja, ist ja so ein bisschen, welches Teleskop ist explodiert? Tetomi, oder? Ja. Aber das war kurz. Stimmt, sowas kann ja auch passieren. Aber ich glaube, dann hätte man jetzt keinen. Das hätte schon kurz am Start passieren müssen. Nö, das hätte jederzeit passieren können, weil Hitomi ist ja kaputt gegangen, weil eine Düse durchgedreht hat. Ja, letzten Endes, also weil halt der Lageregelungssensor gesagt hat, das Ding dreht sich. Und dann wurde das versucht zu korrigieren und weil das halt nie, weil der Sensor halt falsch kalibriert war, konnte der nie sagen, es hat sich aufgehört zu drehen. Und dann hat die Düse immer weiter korrigiert, in Anführungszeichen, und dann hat er sich immer weiter beschleunigt und dann war es irgendwann zu spät und das Ding ist auseinandergebrochen durch die Fliehkräfte. Was auch eine Art von energetischem Ereignis ist, sieht man ja immer bei den, wie heißen die Dinger gleich, Robot Wars? Ja. Hieß das Ding so, ja, ne? Ja, also da, wo sie mit so... Genau, ja. Genau, die. Da ist das ja eine beliebte Waffe, ne? Irgendwie so irgendwas, das sich dreht, hat dann relativ viel Energie, ne? Das ist ein sehr energetisches Ereignis. Ja, ja. okay. Also AMC-9 von SES ist zerfallen und putt. Jo, ist putt. Ist bisschen blöd. Was gut ist, in Anführungszeichen, ist natürlich, geostationäre Satelliten tendieren dazu, dass sie sowieso von ihrer Position ständig abweichen. Gibt mehrere Kräfte, die da auf die wirken. Einmal wirkt eine Kraft, die versucht, in eine andere Ebene zu bringen. Also die Äquatorebene ist nicht so die bevorzugte Richtung, sondern die Ekliptik ist, glaube ich, die bevorzugte. So heißen die Bahn wird sich demnächst halt durch Gezeitenkräfte und Ähnliches neigen. Und die sammeln sich auch alle irgendwie, ich weiß nicht mehr, irgendwie in Nord- oder Südrichtung oder sowas. Also die sammeln sich alle in einem bestimmten Bereich der Bahn. Ja, von alleine. Deswegen ist ja auch das Problem mit den geostationären Satelliten, dass die andauernd Korrekturmanöver fliegen müssen. Teilweise hat man ja jetzt Ionentriebwerke eingebaut, die das mit etwas weniger Treibstoffaufwand machen können, dadurch eine höhere Lebensdauer haben können. Von daher wird der Satellit nicht bleiben, wo er ist, und der Slot, auf dem er bis jetzt so rumgehangen hat, wird dann wohl auch wieder frei werden, Schwerkraft sei Dank. Ja, trotzdem blöd. Was soll man sagen? Ja. Ja, und wieder ein Stück Schrott mehr da oben, ne? Ja, gut, ich meine, macht jetzt den Kuchen auch nicht fett. Nee, okay, man kann jetzt so Instant-Verschwörungstheorie machen. Da gab es irgendeinen experimentellen Satelliten, der versucht hat, ein Annäherungsmanöver zu fliegen und das ist schiefgegangen und tatsächlich ist der Satellit damit kollidiert, anstatt nur ranzufliegen. Womit wir, glaube ich, bei einem anderen Thema werden, hast du das drinne gehabt?
Ich hab gehofft, dass du deine Themen einträgst. Ich habe meine Sachen eingebracht. Nee, das fiel mir jetzt sehr spontan plötzlich ein. Ja, das sag mal. Also der Satellit, der Militärsatellit, der vor kurzem mit einer Falcon 9 Rakete gestartet wurde, der wurde ja gesichtet und der ist ja letzten Endes in einen niedrigen Erdorbit geflogen, zwar so ähnlich wie die ISS, und der ist tatsächlich der ISS sehr nahe gekommen. Ich glaube, darüber haben wir geredet. Hatten wir darüber gesprochen? Gut. Ja, dass der die ISS beobachten soll und das ist da irgendwie Videoaufzeichnung von, das hatten wir besprochen. Ja, das wurde jetzt aber nochmal irgendwie etwas genauer bestätigt. Ah, okay. Ja, ich hoffe, dass es dann veröffentlichen, das wäre schon cool. Die Videos. Ja, vielleicht kriegt man ja Bilder. Ja. Das wäre cool, ja. Aber wen wollen Sie da beim Andocken filmen? Alle oder? Ich habe keine Ahnung. Woran ich mich auch gerade erinnere, dieses Rollout-Solarpanel-Dingens da. Ja, rosa. Rosa, das haben sie nicht wieder eingerollt bekommen. Aber das war jetzt nicht geplant. Also dass das passieren kann. Ja, die haben das wieder eingerollt bekommen. Ich glaube, die haben es nochmal ein zweites Mal ausgerollt, glaube ich. Ah, okay. Aber irgendwie, sie haben es nicht mehr weit zusammengefaltet bekommen, dass sie es wieder hätten in den Dragon verstauen können. Ah, okay, ja genau, weil der zurückgeflogen ist. Genau. Und inzwischen ist der ja auch wieder gelandet. Ja. Es war vorgesehen, dass man zumindest diese Möglichkeiten in Betracht gezogen hat. Und was macht man jetzt damit? Einfach loslassen? Man hat's abgestoßen. Also da war so ein irgendwie so ein Federmechanismus schon drin, der dann einen ausreichenden Schubser sozusagen gegeben hat, sodass das Ding halt weggeflogen ist. Gibt ein Video davon. Hätten sie es vorher ganz ausrollen sollen, dann hätten wir es irgendwie schön tracken können. War's ja. Ah, okay. Es gibt ein Video davon. Wie das Space Blanket vom Skylab, was man ja auch ganz lange tracken konnte. Ja, so ähnlich, genau. Also genau, so ähnlich. Mehr große Objekte, irgendwie leicht verbrennende große Objekte. Ja, und schnell verbrennend. Also es wird relativ schnell runterkommen, weil großes Ding, wenig Masse, ne? Das hilft. Das hilft, genau. Sind wir so erratisch rumgesprungen. Sollen wir mal über Kanadas neue Astronauten, also wie nennt man die dann? Haben die ihren, nennt man die nicht Eskimo? Nee. Nee, warte kurz. Nein, nicht Eskimos. Keine Ahnung. Eskinauten. Nee. Nein, ich will mich gar nicht lustig machen. Also die Bevölkerung von Nunavut ist ja durchaus vorhanden und wird von der kanadischen Regierung auch nicht so höflich behandelt, wie man sich das vorstellen kann. Ja, die haben ihre eigenen Probleme mit ihrer First Nation. Ja, genau. Sollte man ab und zu mal drauf hinweisen, ne? Ja. Und auch hier Trudeau, das ist ja irgendwie so ein Sonnenscheinkind, aber das ist halt auch so ein Wirtschaftsliberaler. Der macht ja auch mit Pipelines und so. Und das ist ja gerade das, was auch den Eingeborenen dort auf die Nerven geht, diese ganzen Pipelines, die durch ihre Gebiete gehen. Na, die Pipelines sind, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass da einfach nur gar nichts los ist und die nicht viel auch. Unterstützung bekommen. Also gerade in Nunavut. Also Nunavut ist das Gebiet, ich glaube, so nördlich von der Hudson Bay, also um die Hudson Bay ringsrum, aber halt nicht die zivilisierten, in Anführungszeichen, Gegenden. Da merkt man schon, wo in welche Richtung das geht. Ne? Da sind halt irgendwie Leute, die JWD relativ vereinsamt leben, wo dann teilweise noch nicht mal Straßen da sind. Ja, das ist, gut, die profitieren die halt durch Global Warming. Naja. Ja gut, profitieren ist auch so ein relativer Begriff, aber. Also, sagen wir mal so, die Regierung müsste sich darum kümmern, dass irgendwie denen geholfen, dass denen vernünftiges Leben ermöglicht ist, weil, ist halt Teil des Landes irgendwo, ne? Und solange wie die Regierung von Kanada sagt, wir beanspruchen dieses Gebiet für uns, dann haben die sich gefälligst auch um ihre Leute zu kümmern, die dort wohnen, ne? Ja. Aber wir kommen jetzt zu den kanadischen Astronauten. Das sind zwei gewesen, nämlich eine Astronaut und eine Astronautin. Wie heißen sie denn? Genau. Jennifer Siddey und Joshua Kirtrick. Sind zwei, gut, dieser Artikel ist nicht sehr gut.
Ja, aber auf jeden Fall hat Kanada damit etwas Deutschland schon voraus, ne? Ja, nämlich eine Astronautin. Ist das die erste? Also Jennifer Sidey, genau, ist Ingenieur und Dozentin. Genau, geboren 1988. Okay, jetzt wird's langsam. Also ich glaube, die ist schon jünger als du, oder? Ja, 5 Jahre jünger. Und bei mir, also bei mir kommen auch die Einschläge näher. Genau, hat einen Doktor in Engineering in Combustion, Verbrennungsingenieurswesen, wie nennt man das? Ja. Frag mich nicht. Also ihr wisst schon, was Combustion heißt, also sie kennt sich mit Verbrennung aus. Mit Verbrennungsprozessen. Ja, genau. Wahrscheinlich in sowas wie Turbinen und so, ne? Ja, genau. Ist, ja, hier Auszeichnung darf man auch nicht durchlesen. Royal Academy of Engineering, Young Engineer of the Year Award 2016. Sie war ein Professor für interne Verbrennungsmotoren, Internal Combustion Engines. Ja, also klassische Motoren. Genau, genau. War mit 88, wie alt ist denn da? 28. Also war mit 18, oder? Ist nee, mit 28, das ist, ja. 28, nee, 29, 29, sorry, ja. Ja. Ist, ja klar, wir haben das Jahr 2017, ja. Sie ist 88 geboren, 8 minus, von 7 zu 8, 9, 29. Genau, also ist mit 29 Assistant Professor für Verbrennungsmotoren an der University of Cambridge, genau, sie hat untersucht, wie man Flammen benutzen kann und wie man die davon abhalten kann, giftige Gase auszustoßen. Das ist ja interessant, also wenn sie dann Experimente auf der ISS dazu macht. Also so Verbrennungsexperimente sind ja schon auch was Wichtiges für die Raumfahrt. Ja, wobei das mit den giftigen Gasen, das ist interessant, weil es ist ja immer so, wenn irgendwo ein Feuer ist, dann geht ja die Feuerwehr los und wenn es ein größeres Feuer ist und guckt, welche Werte da so sind, ne? Und das liegt meistens daran, dass wenn du so ein normales Feuer hast, dass das eigentlich beschissen brennt. Also das mag lichterloh brennen und richtig heiß sein, aber das brennt halt total beschissen, wenn nicht genug Sauerstoff da ist. Und wenn nicht genug Sauerstoff da ist, dann kriegst du Verbrennungsprodukte daraus, die jeden Chemiker die Haare zu Berge stehen lassen, weil man das schon kaum noch charakterisieren kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man zu wenig Sauerstoff hat und in einem unkontrollierten Feuer hat man immer zu wenig Sauerstoff, dann entsteht komisches Zeug. Und komisches Zeug ist meistens schlecht. Und in einem Verbrennungsmotor ist das so ähnlich. Allerdings ist in einem Verbrennungsmotor, hast du halt noch das Problem, du willst nach Möglichkeit möglichst hohe Temperaturen erreichen. Wegen einfach bloß so Effizienz und so, ne? Also umso höher die Temperatur, umso effizienter kann die Sache werden. Problem ist nur, umso höher du verbrennst das ja mit Luft, ne? Mhm. Und Luft besteht bekanntlich zu irgendwie so 21% aus Sauerstoff und 78% aus Stickstoff. Und wenn du Luft richtig heiß machst, dann fängt irgendwann auch der Sauerstoff mit dem Stickstoff an zu reagieren, was halt eigentlich nur eine endothermische Reaktion ist. Soll heißen, du brauchst Energie, damit diese Reaktion stattfinden kann. Aber Energie ist dann jede Menge vorhanden. Und dann entstehen Stickoxide. Und deswegen haben Autos einen Katalysator, weil das kann man kaum vermeiden, dass da Stickoxide entstehen, weil du hast halt, ja, wie gesagt, ne, Sauerstoff und Stickstoff. Ja. Das Ganze machst du heiß, entstehen Stickoxide. Ja. Passiert auch bei jedem Gewitter, wenn irgendwie so Blitze sind. Wichtige Quelle für irgendwie natürliche Dünger, so Düngemittel, weil du brauchst ja irgendwie Nitrate und Stickstoff so für Pflanzenwachstum. Ist das dann auch das, was den Geruch, also diesen typischen Gewittergeruch verursacht? Nee, das ist irgendwas, das kommt irgendwie, irgendwelche aromatischen Verbindungen, die vom Erdboden kommen. Ah. Irgend sowas war das. Irgend sowas Komisches. Keine Ahnung. Also irgendwas in der Richtung war das. Ja. Nee, das ist so. Was daher auch kommt, ist, wenn man manchmal Atombombentests sieht, da entsteht so eine orange aussehende Wolke.
diese orange Farbe, die kommt von den Stickoxiden, die dabei entstehen. Okay. Kann man sich auch mal total praktisch jetzt, ne? Ja, genau, das ist jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ich habe dich mal gewähren lassen. Ja, sorry. Weil ich währenddessen nachgeschaut habe, also der andere Astronaut, der ist jetzt so ein ganz klassischer Testpilot, Kampfpilot, Ingenieur, Lieutenant Colonel in der Royal Canadian Air Force. Sind da noch alle irgendwie Fans von der Queen, deswegen ist ja alles also Royal mehr dort. Düsenantrieb als Düsentrieb? Ja, 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 genau. Genau, kommt aus Fort Saskatchewan. Das habe ich wahrscheinlich jetzt total ermordet, dieses Wort. Saskatchewan. Nee, schon richtig. Frag die Einwohner. Also, nee, nicht die Einwohner, die Ureinwohner. Ja, genau. Ich glaube, die hatten da keinen Say-So als bei dem Ortnamen. Und es ist nicht die erste, also, wie heißt die gute Dame? Jennifer Siddey ist nicht die erste weibliche kanadische Astronautin. Gab schon zwei andere. Die erste wurde ausgewählt, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist sie bei STS 42 1992 mitgeflogen. Heißt Roberta Bondar. Und das war die erste kanadische Astronautin. Ach nee, ja gut, die war bei der NASA Astronautin, nicht bei der kanadischen Raumfahrtagentur. Julie Payette. Okay. Genau, und Julie Payette, glaube ich, ist die erste, die wirklich bei Kanada angestellt war als Astronautin. Genau, und das Astronautenkorps ist ja nicht so groß. Es gibt noch zwei weitere aktive Mitglieder, nämlich Jeremy Hansen und David Saint Jacques. Sehr kanadischer Name. Genau, und ich glaube, der wird ja auch bald zur ISS fliegen, der Saint Jacques. Jo. Genau. Ja, wie gesagt, also Kanada ist dann, ist Deutschland in mehr als einer Beziehung da voraus, ne? Ja. Genau. Und wir wissen hier, Chris Hadfield war ja auch kanadischer Astronaut, ist jetzt nicht mehr aktiv. Berühmtester Gitarrenspieler auf der ISS. Ja. Mit Abstand. Ja. Das wäre mal wieder Zeit mehr für so ein Musikvideo. Statt nur Werbevideos, ne? Ja, statt nur Werbevideos. Das war ja auch noch, das ist auch noch passiert. Wollen wir kurz drüber reden? Nee. Auf der ISS oder meinst du jetzt hier dieses Kentucky Fried Chicken? Nee, das haben wir doch. Ja, gut, also Kentucky Fried Chicken. Das ist passiert. Das hat stattgefunden. Ich habe irgendwo einen Tweet davon gesehen. Ja, sah ganz lustig aus. Die haben so ein bisschen getan, als wäre das ein Satellit. Die haben so ein bisschen getan, als wären sie Weltraum. Das war ja noch nicht mal ein Weltraum. Ja, ja, genau. Und ja, okay, gut, hat stattgefunden. Ich würde davon abraten, deswegen zu Kentucky Fried Chicken zu gehen. Also, ich weiß gar nicht, wo hier in Deutschland der nächste. Ich weiß schon, dass es in Deutschland auch sowas gibt. Im Leipziger Hauptbahnhof gibt es. Ah, okay. Wir haben noch nicht mal einen McDonald's in Tübingen, nur einen Burger King. Hey, also wir haben in Zeitz haben wir seit ein paar Jahren erst in McDonald's. Da arbeitet ein Schulfreund von mir. Ja, kommt vor. Kann man ja nichts machen. Aber lange, lange nicht mehr da gewesen. Ja, er meinte, boah, hey, bei uns wenigstens Wohnung billig. Ja, ja, genau. Ne, Lohn ist beschissen, aber die Wohnung ist billig. Ich habe mich jetzt mal gerade, das war ganz lustig, es ist ja mittlerweile so ein unausgesprochenes Gesetz, dass die ganzen Social-Media-Auftritte von Astronauten immer mit einem Astro-Kürzel beginnen müssen. Also Astro Alex ist ja hier Alexander Gerst und dann geht das ja so weiter und die heißen jetzt auch hier Astro Katrick und Astro Jenny und ich frage mich mal, wann die ganzen Astro-Kombinationen ausgehen. Nein, kann man immer noch mit Cosmo weitermachen. Stimmt. Und nach Cosmo kann man dann mit Wanda weitermachen. Ja, gut, jetzt wird es ein bisschen abgedriftet. Sorry, Assoziation. Gut. Ja, also das waren die kanadischen Astronauten, der kanadische Astronaut und die kanadische Astronautin. Da seid ihr jetzt auch informiert, bestens. Und wir gehen weiter mit, wollen wir jetzt das, machen wir den SpaceX-Block. Nee, komm, machen wir erstmal den ganzen Rest, dann können wir uns nur noch auf SpaceX konzentrieren. Genau, okay. Also, es dauert nicht so lange. Also, Lisa Pathfinder, die Mission, die wann gestartet ist, da haben wir schon gesendet, das weiß ich noch. Vor einem Jahr oder so, anderthalb. 2015, würde ich sagen. Ja, also ich glaube so Dezember 2015 war das.
War, glaube ich, der letzte Qualifikationsflug der Vega, oder? Ja, genau, das hast du damals schon gesagt. Wow. Erstaunlich. Ja, nee, das jetzt, wo du es gerade erwähnst, erinnere ich mich wieder dran. Nee, es war der erste nach den. Ah, okay. So was. So um was. Ja. Sentinel 2A, das war der letzte, und 2B, da waren wir dann dabei. Genau. Stimmt. Wahnsinn. Und genau, Lisa Pfeffender hat ihre Mission erfüllt, hat die Technik bewiesen sozusagen, also hat glaube ich auch Gravitationswellen beobachtet oder also man. Nee, das nicht. Aber das halt. Nicht, aber man weiß, wann, also man hat ja einige beobachtet hier auf der Erde und ich glaube, dann konnte man halt nachschauen, was um die Zeit bei Lisa Pfeffender passiert ist. Nee, darum ging es nicht. Ach so, dann war es was anderes. Du brauchst ja, irgendwie so ein Spiegeldreieck oder du brauchst auf jeden Fall so eine Lichtstrecke zwischen mehreren Satelliten. Und die darf sich so von der Entfernung her nicht verändern während einer Messung, ne? Oder zumindest irgendwie muss die Veränderung sehr klar bestimmt sein, ne? Also nur so. Genau, man kann es dann halt rausrechnen, aber man muss halt wissen, was man auch. Also es darf dabei keine Störungen geben. Und die haben das, glaube ich, so gelöst, dass man halt eine freischwebende Masse im Inneren von dem Satelliten hat. Und vom Satelliten aus wird dann diese freischwebende Masse gemessen, wie die sich halt so bewegt und so. Und diese Messung hat man durchgeführt. Und das war besser als vermutet. Ja. Ich kann euch da nochmal das Interview mit Simon Barker ans Herz legen, was wir auf dem letzten Kongress geführt haben. Der hat ja an dieser Messtechnik gearbeitet. Naja, also auf jeden Fall haben wir uns mit dem ja eine Stunde 20 unterhalten. Das könnt ihr euch nochmal anhören. Da haben wir auch über Lisa Pfeffender geredet. Da ist auch ziemlich ins Detail gegangen. Das weiß ich noch, dass er meinte, genau. Das wird jetzt schon zu kompliziert. Und ich so, nee, das wollen unsere Hörer hören. Und unsere Hörerinnen natürlich auch. Also das könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr da mehr wissen wollt. Und die Meldung ist jetzt, dass das jetzt am 18. Juli abgeschaltet wird. Also wird dann in die Sonne fliegen. Oder halt kurz vor die Sonne, bis es halt kaputt geht. Und, ja, apropos Vega-Rakete, da wurde ja jetzt angekündigt, dass die nächste Stadt im August oder so, ein geheimer Satellit für Marokko, glaube ich, werden soll. Genau, ja. VV11, glaube ich. Jo, ist hier auf der Wikipedia-Seite noch nicht geupdatet worden. Ja. Und was schon ein bisschen länger her ist, aber in dem Thema einhergeht, ist, dass die LISA-Mission, also die große LISA-Mission, jetzt offiziell von der ESA aufgenommen wurde, bestätigt wurden. Also es ist offiziell, dass sie das jetzt ganz garantiert machen werden. Ja. Ja, irgendwie die ESA hat auch irgendwie einen Teaser heute über Twitter verbreitet, dass irgendwas kommen soll. Auf welchem? Also wirklich ESA auf Deutsch oder welcher Account war das? Oh, das war irgendein englischer. ESA. Ich glaube, es war ein englischer. Das war so ein GIF, glaube ich. Aber das war wirklich bloß so eine Ankündigung, wie so ein Radiosender, der ankündigt, dass er was ankündigen will, ne? Das war echt schlimm. Keine Ahnung, irgendwas mit Ariane 6. Okay. Es wurde ja vor kurzem meinte ja die Susanne Auer, die ja einen tollen Twitter-Account hat, die hatte ja dann auch verbreitet, dass dann dass die Ariane 6 Rakete jetzt geupgradet wurde, zumindest die Pläne für die Nutzlast, soll ja jetzt 12 Tonnen tragen können. Ja. Soll heißen, die kommt dann langsam in die Region, die dann die Ariane 5 ECB haben sollte. Weil die letzten Pläne waren ja 11 Tonnen, was so nah dann schon vergleichbar eher mit der Ariane 5, wie sie jetzt ist. Ja, die Ariane 5 bekommt ja auch eine neue Nutzlastverkleidung, die 100 Kilo leichter ist, war ja auch noch gesagt. Und man kriegt dadurch 10 Kilogramm mehr Nutzlast. Hey. Wo ich gerade auf dem ESA-Kanal bin, ich habe das jetzt nicht gefunden, was du meinst, aber wo wir auch mal reden müssen dringend, ist Bepi Colombo. Das war irgendein Experiment, das ich immer wieder vergessen habe, was. Nein, nicht ein Experiment, das ist ein Satellit, der zum Merkur fliegen soll. Der Start ist Oktober 2018, aber die machen den gerade fertig. Und am Donnerstag ist da um 11 eine Pressekonferenz, sehe ich gerade.
Okay. Oh, das werden die Leute wieder hassen, wenn wir hier privat, also hier Termine verhandeln. Aber wollte ich dich nur dran erinnern, falls du was drüber schreiben willst. Ja, das war gut. Ich muss bloß sehen, ob ich dann wach bin um die Zeit. 11 Uhr morgens. Ja, 11 Uhr morgens. Ich muss mal schauen, weil morgen am Mittwoch, dem 5. Juli, ist ja die Sneak Preview von dem Ariane 5 so, ja. Film, der dann im Juli, hast du die Termine gerade parat, dann können wir die jetzt gleich sagen. Ja, genau, das können wir verkünden. Also ich glaube, da haben wir noch gar nicht im Podcast drüber geredet. Am Dienstag, 11. Juli, 21.05 Uhr, glaube ich. Ja. Auf ich will nicht falsches sagen. Sag N24, nicht NTV. Genau. Also fangen wir am Anfang an. Der Lutz, das ist ein Hörer von uns. Ja, und der ein langjähriger Hörer. Ja gut, zweijährig. Länger kann er uns nicht gehört haben. Ja, aber ist relativ von Anfang an mit dabei gewesen. Der ist Dokumentarfilmer von Beruf her, oder? Erzähl du, ja, du kennst ihn besser. Kann man so sagen. Also der ist halt, ja, der ist Dokumentarfilmer, kann man schon so sagen. Also er hat auch anderes gemacht. Irgendwie, er hat sich berufen gefühlt, einen Film über der Ariane 5 zu machen. Hat vor allen Dingen auch einen Kunden gefunden. Er hatte erstaunlicherweise die Erfahrung gemacht, dass N24 Interesse hat an längeren Dokumentarfilmen. Die nicht über Hitler sind. Durchaus, die nicht über Hitler sind und die durchaus auch ins Detail gehen. Also der Film, ich habe die Rohfassung schon gesehen, noch nicht die Endfassung. Also da fehlten noch die ganzen Sprecherstimmen und so weiter. Fand ich schon sehr gut. Frank Wunderlich, Pfeiffer Seal of Approval hat diese Dokumentation. Ja. Nee, du also, hast ja auch ein bisschen mitgearbeitet, oder? Ich habe ein bisschen mitgearbeitet, ich habe die Endfassung vom Text dann noch mit korrigiert. Ist auch im Abstand, okay, da war jetzt ein Fehler drin, also ein Fehler, naja, so eine Urban Legend, das war aber zu spät, das zu korrigieren. Dann wir hatten ja schon öfters mal drüber gesprochen, warum man möglichst in Äquatornähe starten möchte, was ja gerade bei der Ariane 5 so ein Thema ist, ne? Ist ja fast in Äquatornähe. Und meistens wird ja dann erzählt, und so ist es dann auch im Film, dass man am Äquator die Rotationsgeschwindigkeit der Erde besser ausnutzen kann, ne? Das habe ich auch immer so gedacht, ehrlich gesagt. Ja, das sagen auch ständig alle, deswegen ist das da auch reingekommen und ich. Und warum ja, will man es dann wirklich zu spät machen? Gesehen? Na, eigentlich ist es die Bahnneigung. Also man will die Bahnneigung nicht korrigieren, weil die ist viel, also das ist viel größer, da brauchst du viel, viel mehr zusätzliche Geschwindigkeit. Das sind dann so Größenordnungen von, so Zehnfache oder so. Also der Effekt ist viel, viel größer, was du durch die Korrektur der Bahnneigung hast, als was du durch die zusätzliche Erdrotation hast. Ja. Ja, okay. Aber... Ja gut, ja, also sorry, das ist noch in dem, das ist dann in dem Film noch drin, aber viele, also richtig viele schöne Details über die Herstellung der Vulkantriebwerke, der Raketenstufe und so weiter. Mhm. Ja, also vor allen Dingen die erste Hälfte von dem Film ist echt super. Also noch die zweite Hälfte ist dann so der Transport von Bremen nach Französisch-Guayana und so weiter. Das ist dann teilweise mäßig spannend, aber das musste irgendwie mit rein. Ja, für dich, aber ich freue mich schon drauf. Also, kann nochmal einen Termin sagen, Dienstag, 11. Juli, 21.05 Uhr auf N24. Ich glaube, wird nochmal wiederholt irgendwann. Du hast mir die wird noch mehrfach wiederholt. Also, wird einmal spät nachts irgendwie. Haben die auch sowas wie eine Mediathek? 1.53 Uhr oder so wiederholt und dann nochmal irgendwie früh um 14 Uhr. Genau, du hast mir hier, warte, du hast es mir irgendwo geschickt. Genau, 12.07., also einen Tag später, um 1.42 Uhr. Ist das dann 1.42 Uhr vom 12.07. oder schon vom 13.? Frag mich nicht. Und dann am 16.07. morgens um 9.15 Uhr, das müsste der Sonntag sein. Genau. Jo,
Gab nicht auch sowas wie eine Mediathek? Also kommt das dann auch in die Mediathek oder geht das? Ich habe keine Ahnung. Hat N24 eine Mediathek? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt gerade zum allerersten Mal auf N24.de, nicht zum allerersten Mal, aber zum ersten Mal irgendwie absichtlich auf N24.de. TV, Dokumentationen. Ich denke doch, hier gibt es eine Mediathek. Ja, also, das sollte dann auch dort klappen. Die geheimen Akten der NASA, ja, das Apollo 12 Begleiter, Saturn 5, die Mondrakete. Naja, also da kommt auf jeden Fall eine Ariane 5 Rakete dazu und die sollte dann interessant werden. Genau, kommt es im Vorspann vor, im Abspann vor, weißt du das? Ich glaube nicht. Oh, schade. Naja, und ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja auch noch, oder du hast da noch ein Interview mit dem Lutz oder so, was heißt Interview, ein Gespräch geführt. Ja, wir haben uns in die Küche gesetzt bei reichlich Bier. Also reichlich Bier, irgendwie zwei Flaschen haben wir jeder vernichtet. Haben uns mal unterhalten. Und das werde ich dann auch noch vor der Ausstrahlung der Dokumentation veröffentlichen. Das habe ich noch bei mir auf Halde und werde das dann zeitnah quasi so zur Dokumentation nochmal euch in den Podcatcher werfen. Jo. Genau, das war jetzt der kleine Werbeblock zur Ariane-Dokumentation. Für uns intern ist das schon so ewig ein Thema, weil das jetzt auch schon irgendwie immer, ja, wann wird das denn gesendet und irgendwie schon seit irgendwie Mai fertig oder wann ist es fertig? Wie gesagt, es hing so ein bisschen an der Endfassung und dem Einsprechen von dem Sprecher. Du machst ja dann den Text und der Text wird dann nochmal hier von diesem typischen N24-Sprecher, der da seine berühmte Stimme hat, eingesprochen. Ja, okay. Und ich bin gespannt. Ich hab's halt noch nicht gehört und ich bin gespannt, wie die Endfassung dann genau aussieht. Okay. Ich sehe sie erst morgen. Da bin ich gespannt. Okay, kommen wir zum SpaceX-Blog endlich. Was wollen wir als erstes verkauen? Mach mal mit dem Interview los. Genau, also Gwynne Shotwell, die, welche Position hat die eigentlich? CTO. Genau, also Chief Technical Officer, also die macht, glaube ich, so das Tag-zu-Tag-Geschäft, oder? Sie ist halt für die Technik irgendwie zuständig. Ich habe keine Ahnung. ich weiß gar nicht, was die genau macht. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe früher immer gedacht, die wäre nur die PR-Tante sozusagen. ist sie aber überhaupt nicht, bis ich mitgekriegt habe, das ist überhaupt gar nicht. Nee, die ist nicht CTO, Fall. Die ist COO. Chief Operating Officer. Okay. Weil nicht CTO, ich war mir so sicher. Genau, also Kati ist. Genau, also sie ist eine der, also sie ist auf jeden Fall eine sehr hochrangige, also die zweite Person hinter Elon Musk. Also Elon Musk ist ja immer noch der CEO von SpaceX und sie ist Operating Officer, also ich glaube, sie macht so wirklich. Und Präsident der Firma. Also sie macht so, Elon Musk, der hat ja viele verschiedene Firmen. Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen erratisch ist er auch so. Heute mache ich Tesla, morgen mache ich Tunnelbau. Und sie ist, glaube ich, dafür da, dass halt wirklich der Laden läuft. Also dass sie macht so wirklich das Tag-zu-Tag-Geschäft, wenn halt ihnen mal wieder Tunnel gräbt. Ja, oder so. Und ich finde es auch so ein bisschen schade, dass sie so ein bisschen hinter Elon im Hintergrund tritt, weil eigentlich ist ja sie die so ein bisschen die Zügel auch in der Hand hält. Also, klar, Elon Musk ist so der Visionär, aber sie macht das dann halt auch wirklich. Ich denke, sie ist relativ präsent, genau. Trotz allem. Ja gut, präsent schon, aber es ist halt immer so Elon, Elon, Elon und sie wird kaum so erwähnt, wenn sie nicht selber irgendwie irgendwo auftritt. Ja, okay. Also ich würde mir da wünschen, dass auch was in der öffentlichen Wahrnehmung ändert. Auf jeden Fall, Gwynne Shotwell war in der Space Show, das kannte ich gar nicht, aber es ist ganz lustig, das ist so ein bisschen wie Talk Radio über Weltraum. Genau, ja. Existiert offensichtlich schon seit Ewigkeiten. Die haben eine eigene Telefonleitung, wo man dann auch live anrufen kann. relativ nerdig alles in allem. Und zwar amerikanisch nerdig.
Deutsch. Ja, es geht bergab. Hier bitte Sprache einsetzen. Genau. Genau, also die haben sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel und hier steht, senden seit dem 13. Juni 2001. Und haben schon über 2700 Folgen. Was übrigens nicht erlaubt ist, ist eine Mitschrift, ein Transkript von diesen Dingern anzufertigen. Oder überhaupt Clips davon irgendwo anders einzubinden. Das hat mich schon gewundert. Also er hat am Anfang so einen sehr langen Disclaimer, was man alles nicht machen darf mit dieser Sendung. Ja, irgendwie schon. Ja, gut, ich glaube, das ist auch so aus der Erfahrung herausgeboren. Ich glaube, der will halt auch irgendwie sein Business zusammenhalten. Ja. Sonst hätten wir ja gerne so ein paar Audioclips schon eingespielt. Aber hört euch. Man kann allerdings im NASA Spaceflight Forum reingehen und da sind ein paar, also du darfst einzelne Zitate natürlich irgendwie rausgeben, Zitate nicht unbedingt, aber worum es ging, ne? Das darfst du schon. Und das hat man dort recht fleißig gemacht. Also auf jeden Fall, die war dort zu Gast in dieser Sendung als Interviewgast und man kann da auch anrufen. Also er hat dann auch sehr viele Fragen aus dem Publikum vorgelesen und da waren halt sehr viele interessante so Titbits, so kleine Fakten dabei. Also sie spricht schon gar nicht mehr davon, dass die Falcon Heavy am Ende dieses Sommers fliegt, sondern schon Ende des Jahres, also eher so Dezember, November. Was ja auch irgendwie schon eine neue Entwicklung ist, weil ja, war abzusehen, aber dass sie das jetzt so öffentlich kommunizieren. Sehe ich irgendwie Demo later this year. Ja, gut, das war halt immer, es hieß erst so, ja, Ende des Sommers ja. Und sie hat auch so ein bisschen erklärt, wieso das Business funktioniert. Sie war sehr deutlich. Es gab, glaube ich, eine Frage, die darum ging, ob SpaceX auch mal überlegt, einfach die Raketen zu verkaufen. Also Boeing verkauft ihre Flugzeuge auch und dann werden die ja von den Luftfahrtunternehmen betrieben, also gewartet, ja, gereinigt und so. Und das könnte man ja mit Raketen auch machen, dass man sagt, hier hast du die Rakete, mach damit, was du willst. Solange du sie halt ordentlich benutzt und wir kümmern uns ja nicht mehr darum. Und da war sie sehr, sehr deutlich, dass sie gesagt hat, nein, SpaceX ist nicht im Geschäft, Raketen zu bauen, sondern wir verkaufen einen Service. Also ja, es ist halt auch eine Technikfrage. Also erstens hast du ja immer das Problem mit ITER. Ja, genau. Ne? Also du musst dann halt überlegen, wenn du so eine Rakete dann jemand anderen zur Verfügung stellst, verhält er sich dann entsprechend der Gesetze und kann er denn nicht einfach das Triebwerk kopieren oder so, ne, wie das halt so ist, kann da nicht jemand eine Technik draus machen, die dann für böse Sachen eingesetzt wird. Ja, und natürlich auch einfach so Business, ne? Also die haben ja vieles auch einfach nicht zum Patent angemeldet, sondern einfach bloß über Geschäftsgeheimnis abgewickelt. Und ja, ich glaube, die wollen da ein bisschen ihre Technik da unter Verschluss halten. Was cool war, die Merlin-Triebwerke, die jetzt für den Block 5 der Falcon 9 vorgesehen sind, sollen ja normalerweise ja, ein Schub von, Moment, ich muss das kurz umrechnen in vernünftige Einheiten. 190.000 Pfund oder ungefähr 85 Tonnen Schub haben. Aber getestet wurden die auch mal mit 240.000 Pfund oder ungefähr 108 Tonnen. Also da hat man schon ordentlich was rausgeholt aus diesen kleinen Triebwerken. Ja, ja. Und man hat auch die Sprachregelung verändert hier mit diesem ITS, diesem Internet. Ja, das fand ich auch spannend. Also, sie reden nicht mehr vom Interplanetary Transport System, was ja noch Elon auf seiner Präsentation vorgestellt hatte. Ja, was ja auch irgendwie, das hat ja auch einfach nicht verfangen. Ja, und jetzt nennen sie einfach nur noch Big Falcon Rocket und Big Falcon Spaceship. Genau. Was ich auch sehr spannend finde, dass sie da von dieser Sprachregelung, die ja noch gar nicht so alt war, schon wieder weg sind. Wo ich auch, also ich bin halt der Meinung, dass Elon Musk halt so vorprescht und so Dinge verspricht und sie ist diejenige, die dann sagt, also realistisch ist das dann so und so. Naja, das Ding ist einfach bloß gewachsen. Ja. Also die haben ja den Begriff schon seit über 10 Jahren gehabt und der ist ja auch in die Öffentlichkeit durchgesickert gewesen,
seit vielen Jahren davor und versucht das mal zu ändern und das hat halt nicht geklappt. Und ja. Irgendwie so Interplanetary Transport System ist jetzt nicht so gerade. Genau. Also das heißt ja, nur Big Falcon Rocket oder Big Fucking Rocket. Genau. Was ich auch spannend fand, was war's? Genau, es ging die Frage da, es war eine Frage, ob sie auch selber Astronauten ausbilden wollen, also SpaceX-Astronauten. Mhm. Und sie hatten ja ganz am Anfang von SpaceX, sollten sie ja mal ein Raumschiff für die NASA entwickeln. Ja, haben sie ja mehr oder weniger mit dem Dragon. Ja, nee, aber ganz am Anfang, also schon ewig her, meinte sie. Und da ging es auch mal darum, dass zuerst von SpaceX gestellte Astronauten das Raumschiff fliegen sollen, bevor sie da NASA-Astronauten reinsetzen. Aber jetzt sind sie ja auch, also davon sind sie jetzt ganz weg. Also sie sagen, okay, wir haben hier das NASA-Astronautenkorps und daraus, also die fliegen unsere Raumschiffe und niemand anderes. Wo ja auch sich so eine Frage anschließt, also es ging darum, sollte man nicht risikofreudiger sein bei der Raumfahrt und ist die NASA nicht viel zu übervorsichtig? Also gibt es da so zwei, also kann man sich vorstellen, dass es zwei Standards von Risk Assessment bei menschlicher Raumfahrt gibt? Also einmal für kommerzielle und einmal für NASA und ja, ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass man sagt, okay, bei kommerzieller Raumfahrt sind wir nicht so vorsichtig wie bei NASA-Raumfahrt. Und da meinte auch Gwen Schottwill, also muss ich klar sein, das ist immer risikovoll und man tut halt, was man kann und kann man gar keine zwei Standards haben, weil ist halt, man muss halt das Maximum tun, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Was ich noch ganz lustig fand, sie hat einmal das Wort huge verwendet und dann hat sie sich korrigiert und meinte so, ich sollte ja das Wort huge nicht verwenden. Ich frage nicht, ob das mit was mit Trump zu tun hat, der ja so das Wort huge so als stehenden Begriff geprägt hat und ob ihr da die PR-Menschen ins Herz gelegt haben, dass sie das nicht mehr sagen soll? Keine Ahnung. Jede Erinnerung daran ist überlagert worden von irgendeinem Kommentar in einem Formel 3-Rennen, glaube ich. Nee, nicht Formel 3. Muss irgendein anderes gewesen sein. Porsche Cup oder sowas, wo ein Typ namens Hughes war und dann hat der Kommentator da mit Huge irgendwie ein Wortspiel draus gemacht und sorry. Ja, kein Rennsport hier. Schluss. Wir haben genug abgeschwiffen. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was Interessantes aus dem Interview? Ja, was hatten die denn noch in dem Interview gehabt? Also die Raptor-Triebwerke sind noch nicht final. Man weiß immer noch nicht, wie viel Schub die am Ende liefern sollen. Da ist man noch nicht, also man hat ja so ein Modell praktisch davon schon mal getestet. Aber man hat noch nicht die endgültige Version fertig und man hat sich auch noch nicht festgelegt, wie viel Schub die da haben soll. Irgendwas zwischen dem Doppelten und dem Dreifachen von einem Merlin-Triebwerk. Ja. Also sie meinte doch, sie sind so halb durch mit der Entwicklung des Raptor, der Raptor-Engine. Genau. Genau. Also zeitlich jetzt nochmal genauso lang. Genau. Sie hat auch vollkommen klargestellt, der Flug zum Mond von den beiden Leuten, die dafür viel Geld hingelegt haben, steht hinter den NASA-Flügen zurück. Also zuerst kommt die NASA dran, dass sie halt ihre Astronauten auf die ISS bekommen und wenn das alles geklärt ist, dann können die um den Mond rumfliegen, nicht eher. Womit das dann auch klar ist. Also da gab es ja durchaus Kommentare, dass dann die NASA irgendwie hinten anstehen muss oder sonst irgendwas. Ja. Macht da auch wenig Sinn. Also erstmal braucht SpaceX ja die Erfahrung mit bemannter Raumfahrt. Ja, genau. Oder menschliche Raumfahrt. Besser gesagt. Ja. Ne? Genau, und ich fand es auch ganz lustig, es kam mir noch eine Frage, ob SpaceX irgendwann mal es versuchen wird mit atomarer Raumfahrt, also was wir in den letzten Folgen diskutiert hatten, wo sie meinte, dass ihr Ehemann ist auch Raketenwissenschaftler und er sei ganz großer Fan von atomarer Raumfahrt. Ja. Also da liegt es anscheinend in der Familie, vielleicht kommt da noch was. Ja, übrigens, wir sind jetzt bei der Falcon 9 Block 3. Wir reden schon über die Block 5.
Es kommt die Block 4 demnächst. Hat sich auch schon angedeutet. Man hat ja auch die derzeitige Bauform etwas verbessert mit den Gridfins, also aus Titan jetzt. Der letzte Flug, bei dem die 10 Iridium-Satelliten gestartet wurden, fand ja schon statt mit den neuen Gridfins aus Titan. Davor hat man ja den Bulgaria-Sat gestartet und da hat man offensichtlich einen besonders heißen, also besonders schnellen Eintritt gewählt, bei dem auch wieder die Gridfins halt, also diese Gitterflossen angefangen haben zu glühen. Sah auch wieder ganz gut aus. Demnächst sollen die dann, dürften die vielleicht auch noch glühen, aber zumindest sollten sie dabei nicht mehr kaputt die gehen. Die sind doch also jetzt schon wieder, die waren doch beim letzten Flug schon aus Titan. Beim letzten, ja, aber beim vorletzten. Ja, okay. Und das war halt der mit Bulgaria-Sat. Ja. Haben wir hier noch was? Warte mal, ich guck noch mal kurz in dem Forenbeitrag, ob also ich noch irgendwas sagen, Wichtiges... Ich würde auf jeden Fall sagen, jeder, der das jetzt interessant fand, der sollte sich auf jeden Fall das Gespräch noch mal selber anhören. Genau. Gibt es halt als Podcast irgendwie ganz normal zum Runterladen. Mhm. Also jetzt nochmal, ist es die Seite so ein bisschen von... Man merkt, dass die Sendung schon seit 16 Jahren läuft. Also. Ja. Ja, aber ich finde es, also ich habe das jetzt auch mal abonniert, also ich finde das Sendekonzept so ein bisschen spannend, also dass man einfach mal so eine Call-In-Sendung macht über Raumfahrt und wir hatten ja auch schon hier Neil deGrasse Tyson, Freeman Dyson, den Peter Warden, das ist der Direktor vom Ames Research Center, genau, also der macht schon viel, also der hat auch, ich glaube, fast jeden Tag eine Sendung. Und ist halt amerikanisches Talkradio, da muss man sich auch dran gewöhnen, aber sonst ist es sehr interessant. Jo. Ja. Nö, schlecht ist es nicht, es ist halt gewöhnungsbedürftig. Man muss sich halt an den Stil gewöhnen, an den Präsentator gewöhnen, wie es halt so ist, ne? Ja, genau. Dann kommen wir mal zu dem großen SpaceX-Thema der letzten 2 Wochen. 2,5 Starts in 5,5 Tagen, so ungefähr. Nein, also nicht ganz. Dadurch, dass sich der ein, welcher Falcon 9 Start war das, der sich verschoben hatte? Der erste. Ja, warte. Der kurz. Erste, der von Bulgaria-Sat. Der Bulgaria-Sat, der hatte sich etwas verschoben wegen dem Wetter. Daraufhin mussten die, daraufhin ist natürlich der Zeitplan etwas zusammengeschoben worden und die Techniker von SpaceX haben dann Überstunden geschoben und es wurden noch ein paar mehr nach Florida geschaufelt sozusagen, damit die dort mitarbeiten konnten und haben dann in Windeseile versucht, jetzt die aktuelle Rakete startklar zu machen. Die, welcher Satellit ist das gleich? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Iridium Next 11 bis 20, meinst du? Nee. Das ist ja, der das ist ja von Kalifornien. Intelsat 35E. Genau. Der Intelsat. Ja, Epic heißt ja. Der. Intelsat die Epic. Steht immer noch. Sie steht nicht ja, mehr. Ich habe gesehen, du springst wieder ein bisschen zu sehen. Ja. Also, okay. Also diese Rakete wurde in Windeseile bereit gemacht. Also am 23. Juni 2017 startete Bulgaria-Sat 1. Genau, dann vom Kennedy Space Center. Genau, dann 2 Tage später, am 25. Juni, startete Iridium Next 11 bis 20 von der Wenton Air Force Base an der Westküste. Das war schon mal beeindruckend, dass sie innerhalb von 2 Tagen 2 Raketen gestartet haben und das noch an den gegenüberliegenden Küsten der USA. Wo auch in diesem Interview hat das auch der Dr. Livingston, die Gwynne Shotwell, gefragt, ob das schon mal passiert sei, dass innerhalb von 2 Tagen 2 Raketen von der gleichen Firma gestartet wurden. Wo sie auch nicht sicher war, sie meinte, dass das, glaube ich, irgendwann mal mit so einer Delta 4-2 Rakete passiert ist. Gab es auch in der Sowjetunion. Auf jeden Fall ist es schon eine beeindruckende Leistung, dass sie das hingekriegt haben. Jo. Beides mal auch gelandet. Ich glaube, die Bulgaria-Sat 1 ist auf dem Wasser gelandet, also auf der Barke, nicht im Wasser. Und Beide sind auf einer Barke gelandet. Ah, okay, gut. Weil ich glaube, in Kalifornien gibt es noch kein Landebett. Ah, okay.
Also beide sind auf einer Backe erfolgreich gelandet, das ist schon mal gut. Und jetzt wollten sie sozusagen einen Hattrick machen, nämlich 3 Starts in 9 Tagen. Und der dritte Start sollte Intelsat 35E sein. Von der Ostküste wieder, oder? Ja, wieder von Kalifornien, wieder von Florida aus, von Kennedy Space Center. Genau. Und da ergibt sich natürlich das Problem, dass erst vor sehr kurzer Zeit eine Rakete gestartet ist und die nächste muss dann sehr schnell wieder bereit gemacht werden. Ja, und da haben sie die Überstunden eingelegt. Und so ganz geklappt hat es nicht. Genau, was war das Problem? Also der erste Startversuch sollte am 2. Also für uns 3. Juli erfolgen. Genau, und wurde 9 Sekunden vor dem geplanten Start abgebrochen. Vom Computer. Der drückt niemand mehr auf den Knopf. Irgendein Lageregelungssensor oder irgend sowas. Nee, der Computer hat einfach gesagt, dass da war irgendwie ein Timeout im Guidance System. Also irgendwie war ein Wert überschritten, der nicht überschritten werden soll. Und dann hat der Flugcomputer gesagt, nee, das breche ich ab. Und dann meinten die auch relativ schnell, also so ein Abbruch, das können wir nicht in der Stunde, in dem das Startfenster war, regeln. Da müssen wir die Rakete nochmal neu starten, sozusagen. Ja, du darfst doch nicht vergessen, die Falcon 9 Rakete fliegt ja mit untergekühltem Sauerstoff. Genau, das so ist heißen. Das Problem. Entweder kannst du das innerhalb von wirklich 5 Minuten korrigieren oder so, oder du musst halt neu mal, du musst halt Treibstoff ablassen, wieder neu rein. Ja, genau. Dann wollen sie das, hieß es gestern Nacht, und für beides Mal bin ich wach geblieben, ich Trottel. Hieß es gestern. Beim zweiten dann irgendwie, nachdem sie, also es gab ja Probleme mit dem Wetter erstmal. Ja. Dadurch hat man das ja verschoben. Ja, genau, es war dann irgendwie, ich glaube, der Start war dann für 2.35 Uhr unserer Zeit, also nachts angesetzt. Genau, ich bin um 2 ins Bett. Genau, und dann. hat der Kommentator gesagt, ja, das Problem von gestern sei behoben, alles tutti. Und dann, also irgendwie so täglich kriegst du das Murmeltier, 9 Sekunden wieder vom Start wurde der Countdown abgebrochen. Und er hat schon davor gesagt, also wenn das jetzt abbricht, dann können wir es nicht nochmal versuchen, weil das Startfenster komplett ausgereizt war schon. Ja. Und ich glaube, sie haben noch nicht gesagt, woran es diesmal lag. Sie haben gesagt, dass sie die gesamte Rakete untersuchen wollen und sie haben die Rakete auch aus der senkrechten Position wieder in die waagerechte befördert. Oh. Ja, war jetzt irgendwie so ein Bild auf Twitter und dann müssen wir mal schauen, ne? Genau, und jetzt hat auch Elon, glaube ich, getwittert. Angekündigt für morgen auf jeden genau. Fall. Genau, also dann haben sie erst gesagt, also ja, morgen ja, nach genau. Mitternacht, also der 6. Juli. Und dann haben sie schon gedacht, so geungt, so, ja, hier 4. Juli, hier großes Feuerwerk. Also will Elon Musk wieder die größte Feuerwerksrakete zünden am Unabhängigkeitstag. Aber dann hat er gesagt, nee, frühestens 5. Juli, also für uns dann schon 6. Juli. Ich glaube auch einerseits, weil sie untersuchen wollen, ich glaube, du musst den ganzen Techniker am Feiertag reinkommen. Ja. Naja, das müssen die jetzt hinkriegen auf jeden Fall. Genau, die Rakete landet auch nicht, weil halt der Intelsat 35E heißt nicht umsonst Epic, er wiegt nämlich 6,6 Tonnen. Und da braucht man jeden Tropfen Treibstoff, den man da reinkriegen kann. Ja, das ist noch die alte Variante. Die hat eine Nutzlast maximal von 7,2 Tonnen. Wenn man jetzt aktuell auf die Website von SpaceX guckt, dann wird verkauft die Falcon 9 Rakete, die natürlich dann Block 5 ist, mit einer maximalen Nutzlast von 8,3 Tonnen. Und also die Rakete wird dann starten und die wird dann komplett allen Treibstoff bis auf die absolut minimalste Reserve verbrauchen. Und wie dann die Landungen, das ist dann noch ein anderes Flugprofil und das, da unterhalten wir uns dann nächste Folge genau, nochmal etwas genauer dann drüber. Dann ist ja auch erstmal, bevor du kurz drauf kommen willst, der nächste Start ist ja dann erst wieder im August, nämlich am 10. August ist CRS 12 zur ISS geplant. Genau, weil ich glaube zwischendurch wird die Range gesperrt, irgendwie so. Aha, ich habe keine Ahnung. Also entweder muss da die Air Force irgendwas machen. Ach so.
Oder es liegt und dann auch im August, Arbeiten von SpaceX. Im August sind wieder auch 3 Starts schon angesetzt. Ja. Und sind ja jetzt, glaube ich, jetzt schon mit den 9 Starts, die sie geschafft haben, schon über ihren Jahresrekord raus. Ja, sind sie. Und SpaceX ist jetzt zu dem Zeitpunkt auch, hat mehr Starts produziert als Russland, mehr als Europa, mehr als Japan, mehr als China. Also SpaceX ist jetzt schon eine Raumfahrtnation. Als Raumfahrtnation SpaceX wären die schon an der Spitze. Oh, Folgentitel, Raumfahrtnation SpaceX. Wir wollten ja erst SpaceXXX machen, aber das geht jetzt nicht. Das geht nicht mehr, nee. Ah, verdammt. Ja, aber ja, Raumfahrtnation SpaceX ist jetzt führend. Also, ja, ne? Ja. Genau. Haben wir trotzdem, trotzdem ist bei jetzt irgendwie alles sehr, sehr SpaceX-lastig. Also das müssen wir dann bei der nächsten Folge dann irgendwie wieder, ach nee, das wird schlecht. Aha, wir müssen das irgendwie wieder mal ausgleichen. Ja, ja, also verzeiht uns das, aber ich meine, die machen halt, wir haben es ja gerade gesagt, die machen halt am meisten. Gibt halt am meisten zu erzählen. Ja. Ja, und ist echt schade. Also China, wie gesagt, Lange Marsch 5 abgestürzt, davor ist schon Lange Marsch 3 nicht erfolgreich gestartet. Da ist ja ein Satellit irgendwie in einem falschen Orbit gestrandet. Ja, die haben es, für die ist gerade ein bisschen dick. Die müssen zusehen, dass das in den Griff kriegen. Aber ich sag mal, die Russen sind da rausgekommen, hoffentlich. Und die kriegen es jetzt hoffentlich auch hin. Ja, genau. Wie gesagt, neue Rakete, neues Triebwerk, hat immer mal so Kinderkrankheiten. Immerhin nicht ganz so schlimm wie beim Vulcan 2 Triebwerk. Also ich meine, immerhin, 3 davon haben funktioniert, das 4. nicht. Ja, muss man durch, ne? Die Probleme, die man hat, also Kinderkrankheiten gibt es immer. Sie bestehen immer aus Problemen, die an Ecken auftauchen, die man nicht hinreichend genau untersucht hat. Weil wenn man sie hinreichend genau untersucht hätte, dann hätte man den Fehler schon korrigiert, bevor er aufgetreten ist. Aber die Erfahrung zeigt, es ist halt immer so, dass solche Fehler auftreten. Das ist ein normaler Prozess. Und ja, ich wünsche mir irgendwie, dass die Chinesen damit irgendwann mal klarkommen und dann sagen, ja, ist halt so. Ja, ja. Genau. Wir haben jetzt dieses Mal kein Grundlagenthema. Ich meine, das irgendwie, das hatten wir auch gar nicht so geplant, dass wir jetzt jede Folge ein Grundlagenthema haben. Das war aber ja nicht so. Irgendwie ist das ganz schön. Ja, genau. Aber ihr habt vielleicht schon gemerkt, aber wir sind ein bisschen durch. Du bist heute durch. Wir ja, sind irgendwie alle war, durch. Ja, es war super anstrengend. Ich konnte mich auch nicht so gut vorbereiten. Es tut mir auch furchtbar leid. Das wird das nächste Mal wieder besser. Aber irgendwie ist gerade bei mir auch irgendwie, gerade heute war es extrem anstrengender Tag. Und ich dachte so, gut, ich habe vielleicht noch 2 Stunden vor der Sendung Zeit, da kann ich mir das alles anlesen. Aber das war dann irgendwie, wir wollten eigentlich schon um 8 aufnehmen und ich bin 8:10 hier eingetrudelt und war erstmal K.O. Und dann brauche ich erstmal eine Stunde, um überhaupt irgendwie wieder klar denken zu können. Von dem her, verzeiht mir das. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon eine ganz gut informative Sendung hinbekommen. Grundlagenthema verschieben wir. Da wollten wir eigentlich über die Landemanöver der Falcon 9 mal reden. Ja, und die Unterschiede und worauf es ankommt. Genau, weil Landemanöver ist gleich was bringt und so. Genau. Ja. Kommt beim nächsten Mal. Freut euch drauf. Genau. Und dann haben wir noch, machen wir noch kurz Raketenvorhersage. Also klar, 5. Juli, also von 6. Juli Falcon 9, Intelsat 35E, haben wir ausführlich drüber geredet. Dann 14. Juli eine Soyuz-Rakete mit Canopus 5IK, ein Erdbeobachtungssatellit für Roskosmos. Ja, und das war's schon. Ja, genau, dann... Weil das nächste ist dann angekündigt, eine Soyuz zur ISS und dann genau, am 28. Besatzung. Juli. Wir sitzen da drin, 51S. Genau, Jack Fischer und ein Russe namens Fjodor Yurchinkin. Ja, passiert. Jo. Wie hieß Tschaikowski mit Vornamen? Fjodor. War auch so, ne? Meinst du Tschaikowski oder Tsiolkowski? Nee, Tschaikowski. Piotr Jilitsch, also das russische Peter. Fjodor, wer war denn dann der Fjodor? Wer hat den Krieg und Frieden geschrieben? Fjodor Dostojewski, genau, der war es. Ah, ja. Also das russische Theodor, Fjodor. Ah,
Oh. Was? Fyodor, ja, okay, ja. Fyodor. Wenn die jetzt das Ganze auf Englisch aber schlecht ausspricht. Ja, dann. Dann wird aus Theodor und dann Fyodor. Ja, Juri ist ja auch, Juri, warte kurz. Ja, es ist russische Georg. Ja. Okay, auf jeden Fall mit Fyodor und dem Bogen Richtung Fyodor Dostojewski, der Krieg und Frieden geschrieben hat. Und Krieg und Frieden ging bekanntlich um die, oder war so kurz nach der Zeit, spielt jedenfalls zu einer Zeit, wo man gesprochen hat über die Schlacht von Borodino, was die größte Schlacht des 19. Jahrhunderts war, auf dem Feldzug von Napoleon. Und so schließt sich der Kreis. Können wir hier die Sendung beenden, weil wir den Kreis geschlossen haben? Ja, okay, also wir fallen jetzt um. Genau. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht umfallt vor Schock, weil die Sendung so schlecht war. Könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen, Twitter, Facebook, ihr kennt das ja. Patreon erwähne ich mal diesmal nicht. Aber ja. Genau. Wir schmeißen euch jetzt raus, hoffentlich mit irgendeiner open-gesourceten Variante der 1812er Ouvertüre. Werde ich mal schauen. Wird es irgendwie schon was geben. Jo. Also dann, tschüss. Tschüss.
Thank you.